Ich habe meinen Traum immer noch nicht aufgegeben. Ich möchte Profifußballer werden. Und dieses Mal wollte ich mein Glück bei Hertha BSC probieren. Aber ich habe aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und mir dieses Mal nur ein Ziel gesetzt. Ich will einfach nur diesen Ball berühren und nicht sofort wieder vom Platz fliegen, weil dann kann ich sagen, dass ich mit Profis trainiert habe. Die Vorbereitung war eigentlich die gleiche wie beim letzten Mal. Wir sind zum Trainingsgelände gefahren und haben erstmal geschaut, wie man auf den heiligen Rasen kommen kann. Dann bin ich in den Hertha Fanshop gegangen und habe mir ein Trikot und eine Hose gekauft. Der Verkäufer hat mich sogar erkannt vom letzten Mal und hat gefragt, bei welchem Verein ich es denn diesmal probieren möchte. Hertha-Trikot? Natürlich probiere ich es damit nicht bei Union. Oh Gott, ey, guck mal, wie fett ich in dem Trikot aussehe, Alter. Aus der Hose rausholen. Oh. Das ist ein richtiger Superman-Moment gerade. Ja, Superman übergewichtig. Guck mal, das Shirt ist auch ein bisschen zu groß. Also so professionell ist das alles nicht. Kann auch so gehen, oder? Hallo, ich bin der neue Spieler. Ich lerne doch aus den Fehlern der Vergangenheit. Und diesmal weiß ich, was ich sagen muss, wenn jemand fragt, ob ich aus der U23 komme. Was antwortest du? Die Antwort ist ja. Angst, Schweiß, heiß, kalt, das sind so die Gefühle, die ich gerade habe. Meinst du, das war eine gute Idee? Ich sitze jetzt hier schon in meinen Hertha-Klamotten, Fußballschuhe an. Thermohose. Und gleich geht's los. Warum mache ich das? Warum mache ich das? Ehrlich. Hannover ist halt glimpflich ausgegangen, aber wer weiß, wie das heute bei Hertha stattfindet. Diesmal kann ich sogar richtig undercover sein, denn es ist Winter. Wieso? Naja, die haben alle Mützen auf und Schals um. Das heißt, ich kann das bis tief ins Gesicht ziehen, dass mich kein Mensch da erkennt. Kann man vielleicht anders erkennen, dass du kein Profi von Hertha bist? Man erkennt sogar, dass ich nicht mal ansatzweise Sportler bin. Ich meine, ich gehe wie eine dicke Wurst. Gleich beginnt das Hertha-Training. 10 Uhr ist es angesetzt. Mir geht echt die Düse. Ich verstecke mich hier zwischen den Autos und hinter der Tanne hier. Und versuche da gleich hinterher zu gehen. Plan ist, dass ich als Letzter hinterhergehe, damit mich keiner vorher mustert. Aber ich dennoch zeitgleich mit dem Team auf den Platz hoffentlich draufkomme. Ich war dieses Mal noch nervöser als beim letzten Mal. Dazu kam noch die Eiseskälte. Und wieso warst du nervöser? Naja, erstens Jürgen Klinsmann und es war sein erstes öffentliches Training. Da war so viel Presse, damit habe ich nicht gerechnet. Womit hast du denn gerechnet? Naja, ich habe gedacht, die trainieren da einfach und ich kann mal gut Kick wünschen oder so. Wenn wir ehrlich sind, war es nicht der ideale Zeitpunkt. Hertha steht momentan echt nicht gut da. 4 Spiele in Folge verloren. Aber neuer Trainer, neue Hoffnung. Jürgen Klinsmann ist da. Unser Volksheld Jürgen Klinsmann. Jürgen Klinsmann ist in Deutschland ein Held. Der hat das Sommermärchen geschrieben, hat uns auf Platz 3 im eigenen Land geführt. Das wäre eine Ehre für mich, unter ihm spielen zu dürfen. Ich erinnere mich an Sommermärchen, wo er in der Kabine stand und enthusiastisch geschrien hat: Arne, sei dichter Mann, der muss deinen Atem spüren, Arne. Und das wollte ich, dass er das zu mir auch sagt. Ich mache mich ready. Wenn ich ehrlich bin, habe ich schon damit kalkuliert, dass der Trainer nach 4 Tagen nicht jedes Gesicht kennen kann. Aber falls doch, weiß ich, was ich diesmal sagen muss. Was? Na, dass ich von der U23 komme. Hallo, hallo. Like getting earlier in. Ja. Sofort, nach dem Spiel bitte. Aber es kam noch ein Junge zu mir und hat gefragt, ob er ein Foto machen kann. Warum hast du es nicht gemacht? Naja, er denkt jetzt wahrscheinlich, ich bin ein arroganter Sack, aber ich wollte einfach nur den Abstand zur Mannschaft verringern, damit ich nicht als Letzter auf den Platz komme und nicht alle von oben bis unten mustern. Aber man muss sagen, bei den Fans ist dir auch schon der erste Fehler passiert, oder? Warum? Naja, was hast du zu dem gesagt? Ach so. Oh Gott. Der hat gefragt, ob er ein Foto machen kann und ich habe gesagt, nee, nach dem Spiel. Oh. Was für ein Spiel, es war ein Training. Nach dem Training geht.
Ich habe es wieder auf den Platz geschafft. Habe mich direkt nach Vierertruppe angeschlossen, damit ich nicht auffalle. Aber im Endeffekt stand ich da wieder rum wie ein Trottel und wusste nicht, was ich machen sollte. Dann hat sich der erste Spieler bei mir vorgestellt und dann mussten schon die ersten kichern. Hi, Marvin. U23. So, halt mal ein bisschen vorbeischnuppern. Hi, Marvin. Hi, Marvin. Und, haben Sie den Ball zugespielt? Diesmal ja. Die sind sogar vorher zu mir gekommen und haben sich alle vorgestellt. Voll nett. Wo ist die Kamera? Die Kamera, ich suche auch Kamera. Ich meine, was für eine Ehre. Arne Meyer erkennt mich. Und was für ein Typ er ist. Er verpfeift mich nicht mal. Und dann? Dann kam der Ball zu mir. Und ich habe den Ball berührt. Markus, leg los, leg los. Nie auf ihn packen. Wir machen das lange. Gib bitte zwei Mann zu dem Ball zwischen die roten Hütchen, die anderen vier Mann zwischen die roten Hütchen. Ich war schon voll motiviert und dann kam der Fitnesstrainer auf mich zu. Was machst du? Ich soll mal ein bisschen vorbeischnuppern für eine Stunde. Wer sagt das? Von der U23. Aber nicht heute. Wer hat das mit dir besprochen? Der Coach. Welcher Coach? Zweiter zum Ball. Trainer. Sind oben. Welcher denn? Michael. Wer ist denn Michael? Ist doch gar nicht bei der U23-Trainer. Ganz ehrlich, ich dachte, die U23, das ist das Zauberwort. Ich komme durch und kann mitspielen. Aber dass er dann noch fragt, wie der Trainer von der U23 heißt, damit habe ich nicht gerechnet. Und dann habe ich einfach Michael gesagt. Sind wir ehrlich, wenn man auf dem Bolzplatz nach Michael fragt, dann melden sich mindestens 4 Leute. Hier anscheinend nicht. Der hat mir gesagt, ich soll halt mal vorbeischnuppern für eine Stunde. Wer ist denn dein Trainer? Michael. Aber in der U23 gibt es keinen Michael. Der hat mir das gesagt, ich soll halt mal vorbeischauen. Na dann. Einfach vom Feld rauf, bitte. Verlass den Platz. Es gibt einen Michael bei Hertha. Sonst hätte er ja nicht weiter gefragt. Aber anscheinend nicht bei der U23. Und dann kam schon sein Kollege und hat mich vom Feld geschoben. Nicht gefragt. Aber natürlich bin ich runtergegangen. Ich will ja nicht stören. Die sollen ja auch noch trainieren können. Genau. Verlass den Platz, bitte. Im Augenblick der Schande werde ich auch noch an Cleansy vorbeigeschickt. Ich muss vor ihm den Platz verlassen. Ich konnte ihm nicht mal die Hand schütteln. Aber seinen Atem im Nacken habe ich gespürt. Ich war dicht dran am Gegner. Muss den Atem spüren. Und dann gehe ich vom Platz und krieg von 2 Hertha-Mitarbeitern noch den Todesblick zugeworfen. Und ich, wie ich bin, ganz mutig, habe ich auf den Boden geguckt. Und bin schnell runtergegangen, damit ich mich nicht noch irgendwie in den Schwitzkasten nehme oder abführen oder sowas. Die Spieler, war ganz witzig, haben so gesagt, ey, das ist doch der von Hannover, da hat es nicht geklappt und fanden das witzig. Und haben mir dann auch alle die Hand gegeben und waren voll nett und wollten mich auch mitspielen lassen. Ja, lass ihn doch mal mitspielen. Aber dann hat mich irgendein Co-Trainer zur Seite genommen und hat gesagt, wer ich denn bin. Guck mal. Fitnesstrainer. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nach dem Hannover-Ding, dass das hier so rund geht und dass die Leute mich erkennen. Mein Fazit, es hat alles wunderbar geklappt. Ich bin auf den Platz gekommen. Ich habe mein Idol Cleansy getroffen. Ich habe den Ball berührt, sogar 5-mal. Hey, besser als ich dachte. Und ich habe einen neuen Freund fürs Leben. Arne Meyer, er hat mich nicht verpetzt. Bester Mann. Hey Mann, ich habe extra das Ding hier hochgezogen und habe so mitgespielt, dass es trotzdem aufgefallen ist. Ja, an deinem Können. An meinem Können, ja. Also die erste Ballberührung war direkt. Der Körpersprache wahrscheinlich. Ja. Leute, wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, ging das Thema schon durch die Medien, bevor das Video überhaupt online kam. Ich meine, ich habe sogar auf eine Titelseite geschafft. Aber an dieser Stelle habe ich noch ein Anliegen an euch. Bitte macht das Ganze nicht nach. Weil sonst habt ihr einfach keinen Spaß mehr bei eurem Lieblingsverein. Es stehen tausende Ordner dort, ihr könnt weder Autogramme noch Selfies holen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall mal ein Abo da und schreibt mir mal in die Kommentare, ob es bei euch Michael im Verein gibt. Würde mich mal sehr interessieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich meine, jeder träumt doch mal davon, als kleiner Junge Profifußballer zu werden. Doch wie überzeuge ich einen echten Profiverein davon, dass ich der richtige Mann bin? Richtig, bei einem Probetraining. Erstmal habe ich mir Fußballschuhe besorgt, aber noch viel wichtiger sind die Trainingsklamotten. Die haben tatsächlich hier noch diesen Sponsorenflock und eine Nummer drauf. Wenn wir ganz ehrlich sind, fällt jedem Trainer, der in der Fußballschule halbwegs aufgepasst hat, auf, dass ich kein Profi bin. Die Fans lachen mich aus und vielleicht lande ich im Knast. Hi, wir sind von der U23.
23? Nee, ich bin der neue Spieler. Marvin, hi. Welcher neue Spieler?